Bum, 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 bum. Frank White, Jagdring mit dem BMW. Frank White, Jagdring mit dem BMW. Frank White, Jagdring mit dem BMW. Er jagt euch mit dem BMW. Frank White, Jagdring mit dem BMW. Frank White, Jagdring mit dem BMW. Frank White. Jagt euch mit dem BMW, er jagt euch mit dem BMW. Check it out now. Neo Magazin Royal mit Jan Böhmermann. Folge 11. Ilsebill Salztenar. Mein Name ist William Kohn. Zu Gast heute Helene Hegemann und Chili Gonzales und das Kaiserquartett. Musik, Dendemann und die Freie Radikale. Und das hier ist Jan Böhmermann. Schönen Donnerstag, schönen Freitag, wenn wir zum ZDF schauen. Hallo William. Hallo Jan. Alle sind da, ist das schön. Unser Gast heute, Bestseller-Autorin Helene Hegemann. Und Live-Musik hier auf dieser Bühne von Chili Gonzales und dem Kaiserquartett. Ja, es ist wirklich sehr. Sie machen zu Recht. Wahnsinn. Eine ganz tolle Sendung, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind. Kommen Sie herein. Flip-Flop-Wetter hier in Köln-Ehrenfeld. Es ist wahnsinnig heiß, 39,5 Grad. Die Stimmung kocht, extreme Hitze hier auch, weil die Leute aufgeregt sind. Am vergangenen Sonntag, meine Damen und Herren, Sie werden es mitbekommen haben, startete die 5. Staffel Game of Thrones. Die Leute sind extrem außer Atem und ekstatisch hier im Studio. Nur Game of Thrones-Fans, meine Damen und Herren. Und die Leute, und jetzt will die Fernsehnation, die Serienwelt möchte wissen, wie geht es weiter mit den Starks, den Lannisters, den Baratheons? Wie geht es weiter mit Jon Snow, der im Norden die Eismauer schützt? Alle wollen wissen, wie geht es weiter mit den Sieben Königreichen? Kann er sie beschützen vor den White Walkers? Vorab, aber das ist die schlechte Nachricht, wurden von irgendeinem Unhold 4 Folgen illegal im Internet geleakt. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt es. Ja. Es sind im Internet 4 Folgen von Game of Thrones vorab aufgetaucht. Wir haben einen Mitarbeiter, der sich diese Folgen illegal beschafft hat. Er hat sie heruntergeladen und angesehen. Wir mussten diese Mitarbeiter natürlich rausschmeißen. Mhm. Er hat uns ärgerlich. Er weiß zu viel. Raubkopien sind ein Verbrechen, meine Damen und Herren. Aber er hat uns auf dem Weg nach draußen quasi, als wir ihm mit unseren Füßen ins Gesicht, er hat uns noch zugerufen, wie es weitergeht. Wir verraten das natürlich nicht, meine Damen und Herren, wie es weitergeht in Game of Thrones Staffel 5. Hashtag der Woche lautet Jon Snow dies. Jon Snow. Jon Snow dies. Wenn Sie über die Jon Snow dies, wenn Sie über diese Sendung twittern wollen, ich würde mich freuen, wenn dieser Hashtag auch international in dieser Woche vielleicht ein kleines bisschen nach oben in den Trending Topics gehen könnte. Wie der Erste und Zweite Weltkrieg ausgelöst wurden, weiß man aber, dass der Dritte offensichtlich ausgelöst wurde von einer kleinen verkackten Losershow von ZDF Neo. Jon Snow dies ist der Hashtag der Woche, meine Damen und Herren. Und wenn Sie nicht wissen, was Game of Thrones ist, wenn das für Sie Neuland ist, ist so ein kleines bisschen wie Machtspiele in der Bundesregierung. Nur bei Game of Thrones sitzt auf dem eisernen Thron der Herrscher über die sieben Königreiche. In der Bundesregierung ist der auf dem eisernen Thron sitzt bloß der Herrscher über das Finanzministerium. Und wissen Sie auch noch nicht, was es ist? Game of Thrones ist so ein bisschen wie Abu Shaka, der Abu Shaka-Clan in Ritterrüstung. Ist ein bisschen kleines bisschen brutaler als Bushido. Eigentlich so ein bisschen wie Berlin Tag und Nacht, ohne Geschlechtskrankheiten und mit mehr Inzest. Ja. Inzest oder wie es im Saarland heißt, was ganz Natürliches. Das ist. Come on! Wer hätte gedacht, was beim Thema Inzest ein billiger Saarland-Gag kommt, ne? Ich, Captain Obvious! Und Captain Obvious! Moment!
Was ist Captain Obvious? Am Montag ist Günter Grass im Alter von 87 Jahren gestorben. Das gibt's doch nicht, Captain Obvious! Woher weißt du sowas denn immer? Meine Damen und Herren, tatsächlich einer der größten deutschen Literaten ever, des zumindest letzten Jahrhunderts, Günter Grass, ist am vergangenen Montag im Alter von 87 Jahren in Lübeck gestorben. Ein herber Schlag für die Korthosenindustrie. Und für die Jüngeren, die nicht wissen, Günter Grass ist so ein bisschen was, ja, Günter Grass war so ein bisschen wie Jan Laik, nur ohne Internet und mit Nobelpreis. Also es ist einfach, wir verstehen uns auch so ein bisschen als eine Sendung mit Bildungsauftrag, um Sachen einzuordnen. Beide hatten eine dunkle Vergangenheit. Günter Grass war in der Waffen-SS, Jan Laik bei Berlin Tag und Nacht. Aber wer hätte das ahnen können, dass Günter Grass demnächst stirbt, ne? Und Helmut Schmidt und Helmut Kohl machen auch nicht mehr lange. Ja, das Spektakuläre am Fall Günter Grass tatsächlich. Einer der Jahrhundertdeutschen, das Spektakuläre am Tod von Günter Grass war aber, dass alle Redaktionen in allen Fernsehstationen und Zeitungsredaktionen, die alle waren darauf vorbereitet, dass Günter Grass demnächst stirbt. Also der ist quasi, kaum war die Leiche kalt, war schon der erste Nachruf erschienen. Das ging extrem schnell. Das Programm wurde mit einem Druck auf so einen Günter Grass-Knopf umgestellt in der ARD. Lief direkt die Blechtrommel. Leute, es ist soweit, drückt auf den Knopf, jetzt machen wir das, wofür wir geprobt haben. Psst, abends Blechtrommel. Und als ich diesen Nachruf auf Günter Grass gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal, das muss doch nicht sein. Kann man das nicht mit ein bisschen mehr Liebe machen? Und da hat mir unser Redakteur Sebastian Flohr, der hier diese Sendung redaktionell betreut beim ZDF, verraten, dass für viele Prominente tatsächlich Nachrufe bereits im Vorhinein, bevor die gestorben sind, vorproduziert wurden. Es gibt sogar ein fernsehinternes Wort dafür, das ist ein sogenannter Nekrolog. Ein Nekrolog, das ist ein ehrender Beitrag, der nach dem Tode eines Prominenten gesendet wird. Und ich habe gedacht, ich möchte auch, also über meinen Nekrolog möchte ich gerne zu Lebzeiten, falls ich sterben sollte, was ich glaube nicht passieren wird, aber falls ich sterben sollte, möchte ich gerne meinen Nekrolog selber machen, meinen Nachruf selber gestalten. Ich habe mir die Freiheit genommen, das einfach mal zu tun. Es sind natürlich noch nicht alle Stellen fertig, weil ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. Deswegen ist es eher so etwas wie eine Formatvorlage für meinen Nachruf, meine Damen und Herren, und das ist er. Großherzig, intelligent, sensibel. Jan Böhmermann war zweifelsohne einer der besten Künstler und Menschen der Welt. Seine einzige Schwäche waren sein gutes Aussehen, sein sehr großer Penis und seine Bescheidenheit. Und gestern war es dann soweit. Ich bin beim Versuch plötzlich und später im Krankenhaus meinen Verletzungen erlegen und gestorben. Für mich ist Jan Böhmermann ganz klar in einem Atemzug zu nennen mit und. Mir war klar, dass er irgendwann stirbt. Geschmackvoller Fernsehhumor für die ganze Familie. Dafür stand der Name Jan Böhmermann oder Captain Cool bzw. Dalai Böhmi, wie ihn seine engsten Vertrauten nannten. Captain Cool hat seine Mitarbeiter nie ohne Grund geschlagen. Nein, also Captain Cool hat mir nie am Kopierer seinen Ellenbogen gegen meinen Busen gedrückt und dabei laut gestöhnt. Also, das ist nie täglich passiert. Auch andere Prominente ließen ihrer Fassungslosigkeit und Trauer über den Tod Böhmermanns im derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk freien Lauf. Mein Privatleben habe ich ja zu Lebzeiten stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Erst jetzt nach meinem Tod kam heraus, dass ich jahrelang mit zusammenlebte. Gemeinsam hatten wir und Katzen. Zwar verbrachte Böhmermann viel Zeit in Fernsehstudios, doch richtig blühte er erst woanders auf. Ah, das ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Also, als ich noch nicht tot war. Das ist aber echt, das ist auch schön hier. Schön ist das hier. Finanziell hat das geschäftstüchtige Vermarktungsgenie und erfolgreiche Werbetestimonial Jan Böhmermann zeitlebens stets gut vorgesorgt. Und mit der Veröffentlichung dieses auch von Kritikern hochgeschätzten Bestsellers mit dem Titel gelang mir der lang ersehnte Durchbruch als Autor ernstzunehmender Belletristik. Ein Millionenerfolg. Joaquin Sunshine Miracle Burgermann
so der bürgerliche Name von Jan Böhmermann, war ein Menschenfreund und Lebemann. Tja, und jetzt bin ich tot. Ausgezeichnet mit dem Preis, dem Preis, dem Preis für mein Lebenswerk und einem Oscar für die Beste in dem Film unter der Regie von Quentin Tarantino. Und ist sie als Jugendlicher mal Jahre Mitglied in der verfassungsfeindlichen Organisation war, interessiert doch nach meinem Tod keine Sau mehr. Wenn man stirbt, kommt man nicht mehr wieder. Mein Nekrolog, meine Damen und Herren. Ich bin selbst ein bisschen traurig, obwohl ich noch lebe. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Sie sich diesen Nekrolog herunterladen würden. Sie können diesen Nekrolog, wenn Sie das jetzt sehen, im Internet runterladen. Die Adresse ist hier eingeblendet. Und damit machen, was Sie wollen. Sie können die Lücken ausfüllen. Sie können die grünen Flächen mit einem Bild Ihrer Wahl füllen und können quasi meinen Nekrolog selber gestalten und dann wieder hochladen. Und den schönsten Nachruf, den senden wir dann. Im Falle meines Todes oder nächste Woche. Und oder nächste Woche. Bruno Labbadia wird Trainer beim HSV. Somit ist klar, dass der HSV nicht mehr so lange macht. Wer hätte gedacht, dass der HSV in dieser Saison absteigt, ne? Captain Obvious! Und wussten Sie schon, Jürgen Klopp hat keinen Bock mehr auf den BVB. Was? Jürgen Klopp hat keinen Bock mehr auf den BVB? Das wusste ich noch gar nicht. Jürgen Klopp, meine Damen und Herren, verlässt den BVB. Sein Nachfolger könnte Thomas Tuchel werden. Auf jeden Fall bedeutet das, dass Jürgen Klopp weggeht. Umstrukturierung beim BVB. Die Vereinsfarben werden sich ändern. Von schwarz-gelb zu gelb-schwarz. Um die Finanzen wird sich in Zukunft vielleicht Flair kümmern. Fanbeauftragter wird Andreas Kümmert und die Jugendarbeit macht Sebastian Edati. Ich weiß nicht. Sehr gut. Also es wird auf jeden Fall einiges passieren. Es wird einiges anders werden. Der Verein muss wieder. Du bist doch auch Dortmunder. Du bist doch nicht auch Dortmunder. Ich bin gewürdigt von der Wäsche. Sag mal, kannst du nicht einfach anlässlich des Weggangs von Jürgen Klopp mal so ein Song machen, so lässt sich doch mal inspirieren von. Wir könnten das natürlich jetzt ganz spontan entstehen lassen, in ja. Echtzeit. Ja, aber. Oder das von vorhin machen, wo ich noch meinen letzten Versuch starte, ihn zu bewegen, bei Dortmund zu bleiben. Noch eine Saison, eine Legislaturperiode. Dänemark und die Freie Radikale! Berlin oder Karriere, Hamburg oder Sonne, mir egal, weil ich nicht von hier wegkomme. Hör mal, weg bin ich von hier, wie du sicher merkst. Umparken im Kopf, klar, aber nicht im Herz. Für einen Dortmund-Fan ist Zeit je und je normal. Ein paar Meistertitel, tja, und ein DFB-Pokal. Und genau darum frage ich, was sowas soll. Sam aber kein Hammer und erst recht nicht Thomas Doll. Mensch, was wird aus der Borussia nun? Es gibt noch so viel Arbeit, einer muss sie ja tun. Jeder Trainer wird nach 10 Jahren bekloppt. Ob nur Mut zur Lücke oder Achselhaare am Kopf. Am Ende des Tages ist er ein moderner Mann. Und dafür sollten wir ihn ja so gerne haben, Mann. Hier, es gibt jetzt hier nur einen für den Job. Die Wahrheit liegt im Rhein. Jürgen Klopp. Hashtag der Woche lautet John Snow Dies. Hashtag John Snow Dies. Bitte tun Sie mir den Gefallen und pushen Sie diesen Hashtag in die Trending Topics, gerne auch weltweit. Jon Snow Dies, würde mich wahnsinnig freuen, wenn dieser Hashtag wirklich in den Trending Topics in der Welt auftaucht. Vielleicht schreiben Sie in Ihrem Tweet sowas wie Season 5, oh my God, Hashtag Jon Snow Dies. Meine Damen und Herren, reden wir über Dramatik, reden wir über Drama, reden wir über Roman und reden wir über Bestseller. Sie hat einen der umstrittensten Bestseller aller Zeiten geschrieben mit dem Titel Axolotl Rotkill. Ihr aktuelles Buch heißt Jage zwei Tiger. Und heute erklärt sie uns den Unterschied zwischen Plagiat, einfach nur so geklaut und sich inspirieren lassen. Meine Damen und Herren, unser heutiger Gast, Helene Hegemann! Schön, dass du da bist. Du hast einen kleinen Hund mitgebracht. Ist das dein Hund? Oder ist das meiner, ja. Das gibt's doch gar nicht. So viele Parallelen zu Lena Meyer-Landrut tatsächlich. Hat die auch einen? Lena Meyer-Landrut hat einen ganz kleinen Hund, den sie auch überall mit hinnimmt. Hat sie letztens im Zeitmagazin-Interview verraten. Und ihr beide habt auch die Gemeinsamkeit, dass ihr jetzt relativ jung, relativ stark im Fokus der Öffentlichkeit gestanden habt. Also doch tatsächlich. Im selben Alter ungefähr. Axolotl Rotkill ist jetzt 5 Jahre her. Da warst du 18. Ja.
Und das war doch, ich sag mal, eine ganz schöne Welle, die da auf einen einstürzt, ne? Mit den Vorwürfen, das ist abgeschrieben, das ist geklaut. Wie verarbeitet man sowas? Ach, relativ gut. Nach dem ersten Schock nimmt man es eher als so eine von außen aufgedrängte pädagogische Erziehungsmaßnahme. Weißt du also nicht, dass mir irgendjemand jetzt eingetrichtert hätte, man dürfe nicht mehr abschreiben, was ja eh eine etwas fadenscheinige Debatte gewesen ist, sondern eher, wenn man plötzlich anfängt, seine Außenwirkung so zu vernachlässigen. Und das ist sehr erleichternd in dem Alter. Ja. Wenn Sie jetzt sich fragen, Axelotl Rothkill sagt mir gar nichts, ich lese ungern, ich schaue eigentlich hauptsächlich... Völlig verstehen kann. Two and a Half Men und andere ProSieben-Serien. Oh. Und nicht wissen, wer das ist, meine Damen und Herren, das ist Helene Hegemann. Und das ist ein kleiner Film, der Sie Ihnen näher bringen wird. Hey, ihr bildungsfernen Neo-Fuckfaces. In dem folgenden Gespräch werden mit ziemlicher Sicherheit schwierige Fremdwörter verwendet. Also, nehmt die Hände aus der Hose, konzentriert euch und versucht uns ausnahmsweise mal nicht zu blamieren. Danke. Helene Hegemann. 1992 in Freiburg veröffentlicht, wuchs der neunmal kluge Textbaukasten zunächst in Bochum auf. Mit 13 bestieg sie dann einen Starlight Express nach Berlin, um dort ihren eigenen Blog zu pflegen. Wie Sido quasi. Realschulabschluss trotz 260 Fehlstunden, das Zeugnis bis heute nicht abgeholt. Am Ende besann sich Helene dann aber doch noch auf etwas, was sie in ihrer Schulzeit gelernt hat, nämlich Abschreiben. Ihr erster Roman, Axolotl Roadkill, beinhaltet alle 26 Buchstaben in variierenden Konstellationen. Einige davon standen allerdings zufälligerweise so auch schon in einem anderen Buch. Das Resultat? Ein Urheberrechtsstreit mit Fackeln, Heugabeln und prominenten Nachahmern. Mit 23 Jahren hat das nach einem Birnendessert benannte Feuilleton-Gesicht häufiger Bücher und Filme rausgebracht als den Müll. Bitte klatschen Sie jetzt beide Gehirnhälften zusammen für Helene Hegemann. Ja, so ein kleines bisschen betrifft uns ja das Thema Urheberrecht und Plagiat und Inspiration. Hier in unserer Sendung auch immer, wo ist denn der Unterschied zwischen Plagiat und Inspiration? Das ist doch eigentlich immer nur eine Sache, die... Das fängt daran an, beispielsweise bei Axolotl war es ja so, dass es relativ, oder diese ganze Diskussion auf eine Weise geführt wurde, die die reinen Fakten relativ schnell vernachlässigte. Also man hatte nie in der Berichterstattung ein konkretes Abbild von dem, um was es sich eigentlich handelte. Und worum es sich handelte, waren zusammengenommen anderthalb Seiten aus modifiziert von woanders übernommenen Sätzen. Aber es schreibt sich halt schnell und schön, Helene Hegemann klaut. Dann natürlich dein familiärer Background. Dein Vater ist eine echte Theatergröße. Du bist quasi wie so ein Zirkuskind in der Welt des Theaters aufgewachsen. Und da wird man sicherlich auch Freude daran gehabt haben, das einfach so zu schreiben. Du machst dann dein eigenes Ding. Du schreibst nicht nur Bücher. Dein letztes ist Jage zwei Tiger. Das ist auch schon zwei Jahre her. Ja. Sitzt du an einem neuen? Sitze ich tatsächlich. Ach, guck, und? Wie heißt das? Worum geht's da? Wird gut? Ah, der Arbeitstitel ist so peinlich. Vorschuss schon bekommen? Oder? Den kriegt man zur Hälfte und dann bei Abgabe nochmal. Da gibt es schon eine gewisse Absicherung von Seiten des Verlages. Bist du eine gewissenhafte Vorschuss? Also hältst du dich an die Deadlines oder weiß man schon bei Hegemann? Witzigerweise habe ich das habe ich das nicht ganz geschafft. Ich war wirklich wie wild am Schreiben und dachte, scheiße, bis Ende des Jahres muss ich fertig sein. Dann habe ich es 15 Tage, glaube ich, zu spät abgegeben und dachte, jetzt muss ich mich auf die Knie stürzen und entschuldigen dafür, weil es auch so als absolute Deadline gehandhabt wurde. Und dann waren die ganz erleichtert und ganz erstaunt und sagten mir, es hätte noch nie jemand so früh abgegeben. Das war ganz... Du machst vor allen Dingen gerade nicht nur, du schreibst nicht nur ein Buch, du kümmerst dich auch gerade um die Verfilmung deines ersten Bestsellers, Axolotl Roadkill. Es ist lustig, dass du das weißt, wenn man das eigentlich versucht hat, unter Verschluss zu halten. Ernsthaft? Weil das jetzt hier, ja. Wirklich? Ich weiß auch nur, weil es hier steht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wo die verlausen Halbaffen aus meiner Redaktion das her wissen, ob die irgendwie... Du hast dir das nicht aber nicht gesagt? Nee, es könnte sein, dass mal die Förderung von den normalen Förderinstitutionen, die Filme fördern, irgendwann mal öffentlich gemacht wurden. Und das ja, oder der Leiter der Förderschule, auf der unsere Autoren waren, hat denen das gesteckt. Ich habe keine Ahnung. Aber offensichtlich arbeitest du gerade, wurden mir zugetragen, an der Verfilmung. Und du machst es vor allen Dingen selber. Also du kümmerst dich darum, du willst selber Regie führen? Ja. Und schreibst das... Klingt etwas bekloppt, ne? Ist irgendwie so ein bisschen... Ja, es hat ja nicht so viel zu tun mit dem Schreiben von Büchern. Das ist ja eine ganz andere Arbeit. Aber du bist es gewohnt, dass Leute dann sagen, ach ja, guck, da kommt sie wieder, die 23-Jährige. Haha, mit dem Übervater. Soll sie mal machen. Mal ich habe ja mit Regie angefangen tatsächlich. Ja, zwei Filme hast du schon gemacht? Ein Film und ein paar Kurzfilme und Theater auch ein bisschen. Genau, deswegen ist es nicht ganz so weit hergeholt. Ist jetzt versuchst du dich gerade darum zu drücken, mehr Details über die Verfilmung deines... Frag mich was. Wer spielt die Hauptrolle? Jasna Fritzi Bauer. Ah, okay. Mhm.
Und die ist fantastisch. Und welchen Part spielt jemand mit, den man kennt? Ja. Du Ignorant! Spielt jemand mit, den man kennt? Fariyadim, Teddy oder Til Schweiger? Vielleicht, nachdem ich sie herzlich einlade jetzt in dieser Sendung. Würdest du Til Schweiger einladen, in deinem Film mitzuspielen? Sofort. Ich meine, du hast bei Traumfrauen mitgespielt. Du hast, ich glaube, als Kassiererin im Baumarkt. Der Baumarktpraktikantin. Genau. Und, also du hast, ich sag mal, so eine Tendenz auch, dich da nicht zu verschließen in so einer Kulturwelt, sondern auch durchaus einen Fuß in den Mainstream zu wagen. Aber warum nicht mal, nicht nur einen Fuß, sondern den ganzen Körper Mainstream in den Film rein? Ich krieg's aber nicht hin, weißt du? Ich glaube, das ist da die... Du wärst gerne Mainstream, kriegst du nicht hin? Das ist auch unser großes Problem. Ihr seid... Weißt du, wann wir Mainstream sind? Wenn wir nach dem Dicken mit der Glatze laufen, am Freitagabend. Aber das ist, Nach mir? Nee, dem anderen Dicken mit der Glatze, der mehr Zuschauer hat. Aber ich weiß auch nicht, da habe ich mich mit unserer gemeinsamen Bekannten Sibylle Bergrauch ja. schon drüber unterhalten, ob man das überhaupt will. Ob man da nicht einfach zu viel, ob du da nicht irgendwie... Helene, wäre es nicht toll, wenn du in deinem Buch auch Bilder hättest, damit die Leute sich besser vorstellen können, was du meinst mit Sprache. Das kommen dann ja so Verlagsdinger. Ja, toll eigentlich. Oder überleg doch mal, ob du nicht vielleicht da ein bisschen Love Interest noch reinbringst, der vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist oder sowas. Solche Sachen kommen dann ja. Weißt den dann, könnte ich spielen. Na, das Geheimnis am Mainstream ist ja, dass du Sachen, die vollkommen untypisch sind und nicht das ganze reaktionäre Gedöns, dass du die verkaufst als allgemeingültig. Dafür ist das ja da, ist Mainstream, glaube ich, da, dass du neue Geschichten erzählst und neue Love-Kombinationen. Aber wir sind beide 23, das kann ja noch werden. Das kann ja sein, dass wir eines Tages es schaffen. Und ich würde gerne, um uns darauf vorzubereiten, auf den Mainstream, mit dir ein schönes Spiel spielen, mit dem folgenden Titel. Ich hoffe, es ist nicht Pantomime. Das Spiel nennt sich Game of Fakes und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben, beziehungsweise die Redaktion, die offensichtlich besser recherchieren kann als jeder in der Redaktion, die das selbst jemals zugetraut hätte, hat ganz viele tolle Groschenromane ausfindig gemacht und hat recherchiert nach Groschenromanen. Und wir müssen sagen, ich weiß es auch nicht, wurde von mir geheim gehalten, ob diese Groschenromane echt sind oder ein Fake. Ob es die wirklich gibt oder ob die von uns gefälscht wurden. Gibt's und, thematisch eingegrenzt? Das ist ein Groschenroman, Groschenroman. Also keine thematische Eingrenzung. Wir bräuchten dazu, weil es ein spannendes Spiel ist, vielleicht Spannungsmusik. Kann irgendjemand, kann einer von euch Spannungsmusik herstellen im Publikum? Niemand? Vielleicht? Oh my God, isn't that musical genius, Grand Piano Daredevil and Helicopter Pilot, Chilly Gonzalez, ladies and gentlemen, it's Chilly Gonzalez. What a coincidence. Would you mind playing us some suspense music? Music, das ist das erste Groschenroman-Cover. Und zwar handelt es sich um den Groschenroman mit dem Titel Riesenraupe Nimmersatt. Inhaltsbeschreibung. Das unerbittliche Malen von Zahn auf Zahn durchfährt die einsame Berghütte von Clara und Daniel Barner. Was sie dort geweckt haben, ist nicht nur eine monströse Ausgeburt der Hölle, sondern auch dessen unstillbarer Hunger auf Menschenfleisch. Gibt es das Buch oder gibt es das nicht? Ich muss dir was Unglaubliches dazu erzählen. Und zwar, meine Stiefmutter schreibt für diese Reihe. Dementsprechend kenne ich die meisten und glaube, es gibt es nicht. Das gibt es nicht? Ich glaube, das hat sich jemand bei euch in der Redaktion, der gerade Kinder hat, ausgedacht. Ja. Und das ist die Lösung? Das stimmt, Fake. Helene. Kann ich das ist ja jetzt unfair, wenn... Nächstes. Die untoten Hosen. Hey, hier kommt Alex. Wusstest du übrigens, das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass hinter dem Tourbus der toten Hosen immer ein Team von Gunther von Hagens Körperwelten herfällt? falls einer stirbt, dass er direkt plastiniert werden kann. Ist wirklich wahr. Für die Ausstellung. Und gibt's das? Was sagst du? Ich glaube, das gibt's. Ja? Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber es muss eigentlich, also jetzt... Und? Die untoten Hosen? Gibt's es Fake? Fuck. Scheiße. Aber es sieht doch wirklich aus wie Campino und Kuddel und Breidi und der frühe Wölli. Lemmy und der Krötenwolf. Geheimagent Lemmy Danger hat es dieses Mal mit einer besonders heiklen Aufgabe zu tun. Er soll den Mörder der schönen Anne aufspüren. Auf seinem Weg stellt sich ihm allerdings der übermächtige, bis dahin noch unbesiegbare Krötenwolf in den Weg. Der Krötenwolf. Ja. Perry Rhodan gibt es auch wirklich, oder? Ganz vorsichtig, Perry Rhodan, nicht Perry Rhodan. Schön. Perry Rhodan. Lemmy und der Krötenwolf. Ich würde sagen, das gibt's. Und? Das stimmt, Wahnsinn, Helene. Aber das ist auch... Erstaunt und stolz. Ist ja auch ein bisschen peinlich, dass man sich so unangenehm drüber freut. Komm, einen noch.
Angriff der Mördermöwen. Das könnte so ein Sat.1-Dreiteiler sein. Einer mit Veronika Ferres als Mördermöwe. Und, ja, nicht schlecht. Und, was meinst du? Gibt es. Ich glaube auch, gibt es. Ah! Also sind... Spielt ihr Möwen? Das Kaiserquartett kann Möwen spielen, das ist ja unglaublich. Ey, Chili, on Monday, Günter Grass, he's a famous German writer, died. Did you know Günter Grass? Mhm. Wirklich persönlich auch? Nee. I love Grass. Ja, he's a... And if our audience... If our audience likes to hear something, would you mind playing us something from your new CD? Is it so, wollt ihr noch Chili vielleicht? Maybe Chili could you improvise something sad because Günter Grass died? Okay, we know how to play Happy Birthday. No, it's not as happy. Which birthday, obviously is not appropriate for the death of a legend. No. But if we put it into moll, you know, a minor key. Happy Birthday in moll, yeah, okay. Maybe it works. Geschmackvoll. Oh, that's appropriate. Yeah, that's sad. Sad. That's sad. I'm not sure they should be clapping for death, but anyhow, I'm glad Dendemann is here actually because you know I approach. Am I nicht? Am I nicht? No. You know, I try to approach classical music as a rapper in a way, and I look at the Kaiser Quartet like a very expensive sampler. Ah, all right. And for example, if you think about the string quartet in pop music, you can think of this song by the Beatles called Eleanor Rigby. Ah, okay. But did they invent that? No, of course they were stealing. They were going back hundreds of years. The idea of a string quartet as a rhythm instrument goes back to perhaps Mozart. Guys, no. Sorry, that's a bit of false optimism, I'm sorry. They stole that? Yeah, but again, you know, I think if we put it into a minor key, we're gonna feel the melancholy and it's gonna be more, and Dendemann, you can agree. Whoops. Maybe. Watch your head, watch out, man. Watch out. I think if we play it in a minor key, it's going to be more gangsta. Gangsta. So these are the kind of samples that I have in my mind when I compose a piece for string quartet and piano. This is called Advantage Points. Can I say one more thing? You know, I live here in Cologne, and every morning I have to walk on Richard Wagner's. Oh, somebody knows Cologne. Woo! Cologne! Woo! Cologne! But you may not realize it. You might walk also on Richard Wagner's Straße. And then you realize that you're walking on a street named after a monster.
He's an asshole. Yeah, Wagner was an genius, asshole. He's a genius, but an asshole. He's the Kanye West of composers. but he makes nice pizza. He makes nice Wagner pizza. It's very nice. And his brother Franz Josef writes pretty nice columns in here, the glossier things like that. So wait, this is anti-Semitic pizza? Or? Yes. Okay. No, because Wagner had some very bad ideas that inspired some very bad things. And so he was an asshole. Believe that when I walk on Richard Wagner Strasse, I think, well, I'm here now, he's gone, and somebody should just say, fuck Wagner, you know? Dendemann, will you help me? Will you help me spread this message of positivity? Okay. Bitte. Dieser Spinner Richard Wagner ist vom Ding her nicht mehr tragbar. Ich spuck drauf, ja, ich spuck auf dich, auf die Wildkühe der Walküre, bis ich Schluck aufkrieg. Sag mir nicht, was ich sollte, es hört sich trist an. Ich spuck auf dich, Wagner, und zwar wörtlich bis dann. Wir haben den fließenden Flow und den rollenden Reim. Doch wir wollen nur high und fly wie ein Holländer sein. Hauptsache nichts mit Menschen, Hauptsache nichts Normales. Hauptsache frei und kardinal und Sache mit Gonzales. Sache ungewöhnlich und der Scheiße wird fett. Denn wir sind im Studio König mit dem Kaiserquartett. Das ist die aktuelle CD, seit 20. März raus von Chili Gonzalez, Chambers. Nächste Woche im Magazin Fahrrad. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schön, dass ihr da wart. Ich glaube, da bin ich auf eine Posaune getreten. Na, das Geheimnis am Mainstream ist ja, dass du Sachen, die vollkommen untypisch sind und nicht das ganze reaktionäre Gedöns, dass du die verkaufst als allgemeingültig. Dafür ist das ja da, ist Mainstream, glaube ich, da, dass du neue Geschichten erzählst und neue Love-Kombination. Aber wir sind beide 23, das kann ja noch werden. Das kann ja sein, dass wir eines Tages es schaffen. Und ich würde gerne, um uns darauf vorzubereiten, auf den Mainstream mit dir ein schönes Spiel spielen mit dem folgenden Titel. Ich hoffe, es ist nicht Pantomime. Das Spiel nennt sich Game of Fakes und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben, beziehungsweise die Redaktion, die offensichtlich besser recherchieren kann als jeder in der Redaktion, die das selbst jemals zugetraut hätte, hat ganz viele tolle Groschenromane ausfindig gemacht und hat recherchiert nach Groschenromanen. Und wir müssen sagen, ich weiß es auch nicht, wurde von mir geheim gehalten, ob diese Groschenromane echt sind oder ein Fake. Ob es die wirklich gibt oder ob die von uns gefälscht wurden. Gibt es thematisch eingegrenzt? Das ist ein Groschenroman, Groschenroman. Also keine thematische Eingrenzung. Wir bräuchten dazu, weil es ein spannendes Spiel ist, vielleicht Spannungsmusik. Kann irgendjemand, kann einer von euch Spannungsmusik herstellen im Publikum? Niemand? Vielleicht? Oh my God, isn't that musical genius, Grand Piano Daredevil and Helicopter Pilot, Chili Gonzalez, ladies and gentlemen, it's Chili Gonzalez. What a coincidence. What a coincidence. Would you mind playing us some suspense music? Music, das ist das erste Groschenroman-Cover. Und zwar handelt es sich um den Groschenroman mit dem Titel Riesenraupe Nimmersatt. Inhaltsbeschreibung. Das unerbittliche Malen von Zahn auf Zahn durchfährt die einsame Berghütte von Clara und Daniel Barner. Was sie dort geweckt haben, ist nicht nur eine monströse Ausgeburt der Hölle, sondern auch dessen unstillbarer Hunger auf Menschenfleisch. Gibt es das Buch oder gibt es das nicht? Ich muss dir was Unglaubliches dazu erzählen. Und zwar, meine Stiefmutter schreibt für diese Reihe. Dementsprechend kenne ich die meisten und glaube, es gibt es nicht. Das gibt es nicht? Ich glaube, das hat sich jemand bei euch in der Redaktion, der gerade Kinder hat, ausgedacht. Ja. Und das ist die Lösung? Das stimmt, Fake. Helene.
Kann ich das mit nach Hause nehmen? Das ist ja jetzt unfair, wenn... Nächstes. Die untoten Hosen. Hey, hier kommt Alex. Wusstest du übrigens, das ist wirklich eine wahre Geschichte, dass hinter dem Tourbus der toten Hosen immer ein Team von Gunther von Hagens Körperwelten herfällt? falls einer stirbt, dass er direkt plastiniert werden kann. Ist wirklich wahr. Für die Ausstellung. Und gibt's das? Was sagst du? Ich glaube, das gibt's. Ja? Ja, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ich kann's mir nicht vorstellen, aber es muss eigentlich, also jetzt... Und? Die untoten Hosen? Gibt's als Fake, scheiße. Aber sieht doch wirklich aus wie Campino und Kuddel und Breidi und der frühe Wölli. Lemi und der Krötenwoll. Seine einzige Schwäche waren sein gutes Aussehen, sein sehr großer Penis und seine Bescheidenheit. Und gestern war es dann soweit. Ich bin beim Versuch plötzlich und später im Krankenhaus meinen Verletzungen erlegen und gestorben. Für mich ist Jan Böhmermann ganz klar in einem Atemzug zu nennen mit und. Mir war klar, dass er irgendwann stirbt. Geschmackvoller Fernsehhumor für die ganze Familie. Dafür stand der Name Jan Böhmermann oder Captain Cool bzw. Dalai Böhmi, wie ihn seine engsten Vertrauten nannten. Captain Cool hat seine Mitarbeiter nie ohne Grund geschlagen. Nein, also Captain Cool hat mir nie am Kopierer seinen Ellenbogen gegen meinen Busen gedrückt und dabei laut gestöhnt. Also, das ist nie täglich passiert. Auch andere Prominente ließen ihrer Fassungslosigkeit und Trauer über den Tod Böhmermanns im derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk freien Lauf. Mein Privatleben habe ich ja zu Lebzeiten stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Erst jetzt nach meinem Tod kam heraus, dass ich jahrelang mit zusammenlebte. Gemeinsam hatten wir und Katzen. Zwar verbrachte Böhmermann viel Zeit in Fernsehstudios, doch richtig blühte er erst woanders auf. Ah, das ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Also, als ich noch nicht tot war. Das ist aber echt, das ist auch schön hier. Schön ist das hier. Finanziell hat das geschäftstüchtige Vermarktungsgenie und erfolgreiche Werbetestimonial Jan Böhmermann zeitlebens stets gut vorgesorgt. Und mit der Veröffentlichung dieses auch von Kritikern hochgeschätzten Bestsellers mit dem Titel gelang mir der lang ersehnte Durchbruch als Autor ernstzunehmender Belletristik. Ein Millionenerfolg. Joachim Sunshine Miracle Bürgermann, so der bürgerliche Name von Jan Böhmermann, war ein Menschenfreund und Lebemann. Tja, und jetzt bin ich tot. Ausgezeichnet mit dem Preis, dem Preis, dem Preis für mein Lebenswerk und einem Oscar für die Beste in dem Film unter der Regie von Quentin Tarantino. Und dass ich als Jugendlicher mal Jahre Mitglied in der verfassungsfeindlichen Organisation war, interessiert auch nach meinem Tod keine Sau mehr. Wenn man stirbt, kommt man nicht mehr wieder. Mainstream sind, wenn wir nach dem Dicken mit der Glatze laufen am Freitagabend. Aber das ist, Nach mir? Nee, dem anderen Dicken mit der Glatze, der mehr Zuschauer hat. Aber ich weiß auch nicht, da habe ich mich mit unserer gemeinsamen Bekannten Sibylle Bergrauf auch schon drüber unterhalten, ob man das überhaupt will. Ob man da nicht einfach zu viel, ob du da nicht irgendwie, Helene, wäre das nicht toll, wenn du in deinem Buch auch Bilder hättest, damit die Leute sich besser vorstellen können, was du meinst mit Sprache. Das kommen dann ja so Verlagsdinger. Ja, toll eigentlich. Oder überleg doch mal, ob du nicht vielleicht da ein bisschen Love Interest noch reinbringst, der vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist oder sowas. Solche Sachen kommen dann ja. Weißt den du, könnte ich spielen. Na, das Geheimnis am Mainstream ist ja, dass du Sachen, die vollkommen untypisch sind und nicht das ganze reaktionäre Gedöns, dass du die verkaufst als allgemeingültig. Dafür ist das ja da, ist Mainstream, glaube ich, da, dass du neue Geschichten erzählst und neue Love-Kombinationen. Aber wir sind beide 23, das kann ja noch werden. Das kann ja sein, dass wir eines Tages es schaffen. Und ich würde gerne, um uns darauf vorzubereiten, auf den Mainstream mit dir ein schönes Spiel spielen mit dem folgenden Titel. Ich hoffe, es ist nicht partout. Da
Das Spiel nennt sich Game of Fakes und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben, beziehungsweise die Redaktion, die offensichtlich besser recherchieren kann als jeder in der Redaktion, die das selbst jemals zugetraut hätte, hat ganz viele tolle Groschenromane ausfindig gemacht und hat recherchiert nach Groschenromanen. Und wir müssen sagen, ich weiß es auch nicht, wurde von mir geheim gehalten, ob diese Groschenromane echt sind oder ein Fake. Ob es die wirklich gibt oder ob die von uns gefälscht wurden. Jetzt und, ist thematisch eingegrenzt? Das ist ein Groschenroman, ist das, ist einfach, also Groschenroman. Aber also keine thematische Eingrenzung. Wir bräuchten dazu, weil es ein spannendes Spiel ist, vielleicht Spannungsmusik. Kann irgendjemand, hat einer von euch, jetzt kann einer von euch Spannungsmusik herstellen im Publikum? Niemand? Vielleicht? Oh. Oh my God, isn't that musical genius, Grand Piano Daredevil and Helicopter Pilot, Chilly Gonzalez, ladies and gentlemen, it's Chilly Gonzalez. What a coincidence. What a coincidence. Would you mind playing us some suspense music? Music, das ist der erste, das erste Groschenroman-Cover. Und zwar handelt es sich um den Groschenroman mit dem Titel Riesenraupe Nimmersatt. Inhaltsbeschreibung. Das unerbittliche Malen von Zahn auf Zahn durchfährt die einsame Berghütte von Clara und Daniel Barner. Was sie dort geweckt haben, ist nicht nur eine monströse Ausgeburt der Hölle, sondern auch dessen unstillbarer Hunger auf Menschenfleisch. Gibt es das Buch oder gibt es das nicht? Ich muss dir was Unglaubliches dazu erzählen. Und zwar, meine Stiefmutter schreibt für diese Reihe. Dementsprechend kenne ich die meisten und glaube, es gibt es nicht. Das gibt es nicht? Ich glaube, das hat sich jemand bei euch in der Redaktion, der gerade Kinder hat, ausgedacht. Ja. Und das ist die Lösung? Das stimmt, Fake. Helene. Kann ich das nach Hause nehmen? Das ist ja jetzt unfair, wenn... Nächstes. Die untoten Hosen. Hey, hier kommt an! Ja, noch spektakulärer am Fall Günter Grass tatsächlich. Einer der Jahrhundertdeutschen, das Spektakuläre am Tod von Günter Grass war aber, dass alle Redaktionen in allen Fernsehstationen und Zeitungsredaktionen, die alle waren darauf vorbereitet, dass Günter Grass demnächst stirbt. Also der ist quasi, kaum war die Leiche kalt, war schon der erste Nachruf erschienen. Das ging extrem schnell. Das Programm wurde mit einem Druck auf so einen Günter Grass-Knopf umgestellt in der ARD. Lief direkt die Blechtrommel. Leute, es ist soweit. Drückt auf den Knopf. Jetzt machen wir das, wofür wir geprobt haben. Psst, abends Blechtrommel. Und als ich diesen Nachruf auf Günter Grass gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal, das muss doch nicht sein. Kann man das nicht mit ein bisschen mehr Liebe machen? Und da hat mir unser Redakteur Sebastian Flohr, der hier diese Sendung redaktionell betreut beim ZDF, verraten, dass für viele Prominente tatsächlich Nachrufe bereits im Vorhinein, bevor die gestorben sind, vorproduziert wurden. Es gibt sogar ein fernsehinternes Wort dafür, das ist ein sogenannter Nekrolog. Ein Nekrolog, das ist ein ehrender Beitrag, der nach dem Tode eines Prominenten gesendet wird. Und ich habe gedacht, ich möchte auch, also über meinen Nekrolog möchte ich gerne zu Lebzeiten, falls ich sterben sollte, was ich glaube nicht passieren wird, aber falls ich sterben sollte, möchte ich gerne meinen Nekrolog selber machen, meinen Nachruf selber gestalten. Ich habe mir die Freiheit genommen, das einfach mal zu tun. Es sind natürlich noch nicht alle Stellen fertig, weil ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. Deswegen ist es eher so etwas wie eine Formatvorlage für meinen Nachruf, meine Damen und Herren, und das ist er. Großherzig, intelligent, sensibel. Jan Böhmermann war zweifelsohne einer der besten Künstler und Menschen der Welt. Seine einzige Schwäche waren sein gutes Aussehen, sein sehr großer Penis und seine Bescheidenheit. Und gestern war es dann soweit. Ich bin beim Versuch plötzlich und später im Krankenhaus meinen Verletzungen erlegen und gestorben. Für mich ist Jan Böhmermann ganz klar in einem Atemzug zu nennen mit und. Mir war klar, dass er irgendwann stirbt. Geschmackvoller Fernsehhumor für die ganze Familie. Dafür stand der Name Jan Böhmermann oder Captain Cool bzw. Dalai Böhmi, wie ihn seine engsten Vertrauten nannten. Captain Cool hat seine Mitarbeiter nie ohne Grund geschlagen. Nein, also Captain Cool hat mir nie am Kopierer seinen Ellenbogen gegen meinen Busen gedrückt und dabei laut gestöhnt. Also, das ist nie täglich passiert. Auch andere Prominente ließen ihrer Fassungslosigkeit und Trauer über den Tod Böhmermanns im derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk freien Lauf. Mein Privatleben habe ich ja zu Lebzeiten stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Erst jetzt nach meinem Tod kam heraus, dass ich jahrelang mit zusammenlebte.
So these are the kind of samples that I have in my mind when I compose a piece for string quartet and piano. This is called Advantage Points. Can I say one more thing? You know, I live here in Cologne, and every morning I have to walk on Richard Wagner's Straße. Oh, somebody knows Cologne. Woo! Cologne! Woo! Cologne! But you may not realize it. You might walk also on Richard Wagner's Straße. Oh. And then you realize that you're walking on a street named after a monster. He's an asshole. Yeah, Wagner he's was a genius, an asshole, yeah. But an asshole. He's the Kanye West of composers. but he makes nice pizza. He makes nice Wagner pizza. It's very nice. And his brother Franz Josef writes pretty nice columns in here, the glossier things like. So wait, this is anti-Semitic pizza? Or? Yes. Okay. No, because Wagner had some very bad ideas that inspired some very bad things. And so he was an asshole. I believe that when I walk on Richard Wagner Straße, I think, well, I'm here now. He's gone, and somebody should just say. Fuck Wagner, you know? Dendemann, will you help me? Will you help me spread this message of positivity? Okay. Bitte. Dieser Spinner Richard Wagner ist vom Ding her nicht mehr tragbar. Ich spuck drauf, ja, ich spuck auf dich, auf die Wildkür der Walküre, bis ich Schluck aufkrieg. Sag mir nicht, was Isolde, es hört sich trist an. Ich spuck auf dich, Wagner, und verwirrt dich bis dann. Wir haben den aber nicht gesagt. Nee, es könnte sein, dass mal die Förderung diese von den normalen Förderinstitutionen, die Filme fördern, irgendwann mal öffentlich gemacht wurden. Und das ja, oder der Leiter der Förderschule, auf der unsere Autoren waren, hat denen das gesteckt. Ich habe keine Ahnung. Aber offensichtlich arbeitest du gerade, wurden mir zugetragen, an der Verfilmung. Und du machst es vor allen Dingen selber. Also du kümmerst dich darum, du willst selber Regie führen? Ja. Und schreibst das... Das etwas bekloppt, ne? Ist irgendwie so ein bisschen... Ja, es hat ja nicht so viel zu tun mit dem Schreiben von Büchern. Das ist ja eine ganz andere Arbeit. Aber du bist es gewohnt, dass Leute dann sagen, ach ja, guck, da kommt sie wieder, die 23-Jährige, haha, mit dem Übervater, soll sie mal machen. Mal ich habe ja mit Regie angefangen tatsächlich. Ja, zwei Filme hast du schon gemacht? Ein Film und ein paar Kurzfilme und Theater auch ein bisschen. Genau, deswegen ist es nicht ganz so weit hergeholt. Ist jetzt versuchst du dich gerade darum zu drücken, mehr Details über die Verfilmung deines... Frag mich was. Wer spielt die Hauptrolle? Jasna Fritzi Bauer. Ah, okay. Und die ist fantastisch. Und welchen Part... Spielt jemand mit, den man kennt? Ja. Du Ignorant! Spielt jemand mit, den man kennt? Fariyadim, Teddy oder Til Schweiger? Vielleicht, nachdem ich Sie herzlich einlade jetzt in dieser Sendung. Würdest du Til Schweiger einladen, in deinem Film mitzuspielen? Sofort. Ich meine, du hast bei Traumfrauen mitgespielt. Du hast, ich glaube, als Kassiererin im Baumarkt. Der Baumarktpraktikantin. Genau. Und, also du hast, ich sag mal, so eine Tendenz auch, dich da nicht zu verschließen in so einer Kulturwelt, sondern auch durchaus einen Fuß in den Mainstream zu wagen. Aber warum nicht mal, nicht nur einen Fuß, sondern den ganzen Körper Mainstream in den Film rein? Ich krieg's aber nicht hin, weißt du? Ich glaube, das ist da die... Du wärst gerne Mainstream, kriegst du nicht hin? Das ist auch unser großes Problem. Ihr seid... Weißt du, wann wir Mainstream sind? Wenn wir nach dem Dicken mit der Glatze laufen, am Freitagabend. Aber das ist... Nach mir?
Nee, dem anderen Dicken mit der Glatze, der mehr Zuschauer hat. Aber ich weiß auch nicht, da habe ich mich mit unserer gemeinsamen Bekannten Sibylle Bergrauf ja. schon drüber unterhalten, ob man das überhaupt will. Ob man da nicht einfach zu viel, ob du da nicht irgendwie, Helene, wäre es nicht toll, wenn du in deinem Buch auch Bilder hättest, damit die Leute sich besser vorstellen können, was du meinst mit Sprache. Das kommen dann ja so Verlagsdinger. Ja, toll eigentlich. Oder überleg doch mal, ob du nicht vielleicht da ein bisschen Love Interest noch reinbringst, der vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer ist oder sowas. Solche Sachen kommen dann ja. Weißt den du, könnte ich spielen. Na, das Geheimnis am Mainstream ist ja, dass du Sachen, die vollkommen untypisch sind und nicht das ganze reaktionäre Gedöns, dass du die verkaufst als allgemeingültig. Dafür ist das ja da, ist Mainstream, glaube ich, da, dass du neue Geschichten erzählst und neue Love-Kombinationen. Aber wir sind beide 23, das kann ja noch werden. Das kann ja sein, dass wir eines Tages es schaffen. Und ich würde gerne, um uns darauf vorzubereiten, auf den Mainstream, mit dir ein schönes Spiel spielen mit dem folgenden Titel. Ich hoffe, es ist nicht Pantomime. Das Spiel nennt sich Game of Fakes und das funktioniert folgendermaßen. Wir haben, beziehungsweise die Redaktion, die offensichtlich besser recherchieren kann als jeder in der Redaktion, die das selbst jemals zugetraut hätte, hat ganz mit einem Druck auf so einen Günter-Grass-Knopf umgestellt in der ARD, lief direkt die Blechtrommel. Leute, es ist soweit, drückt auf den Knopf, jetzt machen wir das, wofür wir geprobt haben. Psst, abends Blechtrommel. Und als ich diesen Nachruf auf Günter-Grass gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal, das muss doch nicht sein, kann man das nicht mit ein bisschen mehr Liebe machen? Und da hat mir unser Redakteur Sebastian Flohr, der hier diese Sendung redaktionell betreut beim ZDF, verraten, dass für viele Prominente tatsächlich Nachrufe bereits im Vorhinein, bevor die gestorben sind, vorproduziert wurden. Es gibt sogar ein fernsehinternes Wort dafür, das ist ein sogenannter Nekrolog. Ein Nekrolog, das ist ein ehrender Beitrag, der nach dem Tode eines Prominenten gesendet wird. Und ich habe gedacht, ich möchte über meinen Nekrolog möchte ich gerne zu Lebzeiten, falls ich sterben sollte, was ich glaube nicht passieren wird, aber falls ich sterben sollte, möchte ich gerne meinen Nekrolog selber machen, meinen Nachruf selber gestalten. Ich habe mir die Freiheit genommen, das einfach mal zu tun. Es sind natürlich noch nicht alle Stellen fertig, weil ich habe ja noch ein bisschen Leben vor mir. Deswegen ist es eher so etwas wie eine Formatvorlage für meinen Nachruf, meine Damen und Herren, und das ist er. Großherzig, intelligent, sensibel. Jan Böhmermann war zweifelsohne einer der besten Künstler und Menschen der Welt. Seine einzige Schwäche waren sein gutes Aussehen, sein sehr großer Penis und seine Bescheidenheit. Und gestern war es dann soweit. Ich bin beim Versuch plötzlich und später im Krankenhaus meinen Verletzungen erlegen und gestorben. Für mich ist Jan Böhmermann ganz klar in einem Atemzug zu nennen mit und. Mir war klar, dass er irgendwann stirbt. Geschmackvoller Fernsehhumor für die ganze Familie. Dafür stand der Name Jan Böhmermann oder Captain Cool bzw. Dalai Böhmi, wie ihn seine engsten Vertrauten nannten. Captain Cool hat seine Mitarbeiter nie ohne Grund geschlagen. Nein, also Captain Cool hat mir nie am Kopierer seinen Ellenbogen gegen meinen Busen gedrückt und dabei laut gestöhnt. Also, das ist nie täglich passiert. Auch andere Prominente ließen ihrer Fassungslosigkeit und Trauer über den Tod Böhmermanns im derzeit beliebtesten sozialen Netzwerk freien Lauf. Mein Privatleben habe ich ja zu Lebzeiten stets von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Erst jetzt nach meinem Tod kam heraus, dass ich jahrelang mit zusammenlebte. Gemeinsam hatten wir und Katzen. Zwar verbrachte Böhmermann viel Zeit in Fernsehstudios, doch richtig blühte er erst woanders auf. Ah, das ist der Ort, an dem ich die meiste Zeit meines Lebens verbracht habe. Also, als ich noch nicht tot war. Das ist aber echt, das ist auch schön hier.